Servus, mein Name ist Markus Ripfl und ich war beim Marsch der Familie und möchte euch ein paar Eindrücke davon geben. Was geht es eigentlich beim Marsch für die Familie, der jährlich am Tag der Regenbogenparade stattfindet? Forderungen sind unantastbares Lebensrecht ab der Empfängnis, maximale Hilfe für Schwangere in Notlagen, Ehe nur zwischen Mann und Frau, Müttergehalt statt Abschiebung in Kinderkrippen, gegen den Genderwahn, alleiniges Erziehungsrecht der Eltern, kein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Teilnehmer und Veranstalter waren wieder großteils christliche Fundamentalisten, zu denen ich persönlich definitiv nicht zähle. Für mich ist der Familienbegriff kein religiöser, sondern für mich ist der Familienbegriff grundsätzlich ein völkischer und es ist enorm wichtig für unser Volk, die Familien zu halten. Das war auch der Grund, wieso ich hingegangen bin.